Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Secret of Mana. Wir sind gerade im Mana-Tempel, also wir versuchen in den Mana-Tempel reinzukommen und sind in der unterirdischen Stadt immer noch. Aber das hat bald ein Ende, ich verspreche es euch. Ich glaube, die Folge schon. Boah, die Deppen, da mache ich jetzt nicht mehr kaputt. Die haben gerade, also wer die letzte Folge nicht gesehen hat, die haben Piri in der letzten Folge instant gekillt, aber wirklich instant. Ja. Layla hat eine gute praktisch Abwehr gegen alles, weil wir für Layla ein übelst geiles Ding gefunden haben. Wo ist jetzt gerade Piri? Ich mache mir Sorgen um Piri. Komm mal mit Piri. Beifuß. Tütütüt. Ich glaube, wir müssen die kaputt machen, weil wir hier nicht weiterkommen. Also ich wüsste gerade nicht, wie wir weiterkommen. Ihr könnt hier gerne ablenken und ich schaue hier, ob ich einen Weg finde, das aufzumachen, aber ich finde keinen Weg. Wir müssen diesen Weg finden. Und am besten, wenn die uns halt gerade nicht belästigen, dann wäre das halt alles ein bisschen chilliger. Da hinten waren noch Terrorenten. Vielleicht müssen wir einfach nur alles kaputt machen, das könnte die Lösung sein. Okay. Nur noch den einen hier unten. Okay, der sollte es bald haben. Okay, Sokka hat ein Level up, aber ich glaube, die braucht einen Bumerang eh noch ein ganzes Level, weil die. Ja, den müssen wir auf 7 hochbringen. Okay, wir kommen durch. Es war tatsächlich daran gelegen, dass wir nicht alle Gegner gekillt haben. Oh Gott, schon wieder so ein Depp. Ja. Oh, cool, eine Schatztruhe. Instant tot. Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich freue mich so, boah, voll geil. Jetzt kriegen wir doch noch ein geiles Armband. Und was bekommen wir? Instant tot. Boah, da freut man sich doch richtig drüber. Könntet ihr vielleicht mal herkommen, außer von da oben zuzuschauen, bringt uns immer im Normalfall bringt uns das sehr wenig, Leute. Angreifen bringt eigentlich immer so ein bisschen mehr. Weiß nicht, könntet ihr mal ausprobieren. Ich könnte ihnen auch befehlen, dass sie jetzt dann ihre Waffen hochladen sollen und dass sie halt einen stärkeren Angriff haben. Überlege ich, aber ich glaube, das bringt gar nicht so viel. So, stirb endlich. Das macht dann Sinn beim Endboss. Okay, ja. Ich wollte aufleveln, aber nein, ich soll jetzt halte ich gleich den Knopf gedrückt, weil wenn man doch praktisch was durchgeht und den. Okay. Oder, ach, hier, dieses Heini da. Du schon wieder, du hast Nerven, dich hier blicken zu lassen. Ja. Hey, da du ja der legendäre Held. Ja, ich kenne die Gerüchte. Ja, dass ich nicht lache. Wie bist du überhaupt an das Schwert gekommen, bisher? Ja. Ich wette, das Teil können wir für ein Vermögen verkaufen. Wir wollt ihr Trottel, dann nehmen wir es eben mit Gewalt. Zeit für unser Super Special Deluxe Roboter Modell 2, ausgestattet mit Turbo Plus. Ich nenne diese Schönheit auch die Höllenmaschine oder Killboy. Der erste war der Trillboy und das hier ist der Killboy. Wir brauchen an dieser Stelle mit Socke. Socke? Hast du Bock? Ja. Socke hat Bock. Blitz. Also Elektra hilft hier. Ja. 341 ist es tatsächlich nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte. Der hat es auch so eine komische Barriere der Reinheit gemacht. Ach, ich bin bewusstlos. Das ist auch was, worüber man sich einfach nur freut. Aber Sokka hat da unten halt auch keinen Bock anzugreifen irgendwie. Okay, er sieht tot aus. Ja, cool. Das war mal wieder ein heftiger Fight. Da habe ich mich wieder ganz besonders angestrengt. Und weiter geht's. Und das Leben ist wieder voll und ein Bogenorb, meine Lieblingswaffe. Wie stark ist der denn? Der ist ja echt. Welcher Idiot hat von euch behauptet, das sei nicht der echte legendäre Held? Los, wir hauen ab. Gute Idee.
Ja, cool, an uns wird auch mal wieder gezweifelt. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier endlich mal aus diesem Tempel raus. Ich möchte. Wir sind aus dem Tempel draußen. Ich könnte jetzt Luft holen, aber das Lustige ist, da müssen wir den ganzen Weg erneut gehen. Deswegen wäre das ziemlich dämlich. Ich hoffe einfach, dass wir das überleben. Ich gebe mein Bestes, Leute. Wir könnten einfach mal weitergehen. Oh, lauteste Skorpione. Da unten geht es, glaube ich, rein, wenn ich mich richtig erinnere. Aber vielleicht ging es da oben auch wo Cooles hin. Das passiert, wenn ich nach oben gehe. Ich kann dann immer nur nach unten gehen, aber ich dachte, hier steht irgendwas, was mir hilft. Boah, irgendwer, der mich vielleicht hielt oder so, das wäre halt echt was Cooles. Nein. Ah, hier ist ein Victor. Danke, dass ihr euch um die Gegner hier unten gekümmert habt. Jetzt haben wir eine Abkürzung zum großen Tempel. Okay, da ich jetzt ohne Probleme da runterkomme, würde ich einfach mal sagen, wir riskieren es und holen Lufti. Wir holen Lufti und fliegen. Wo könnten wir hinfliegen? Goldstadt ist, glaube ich, in einer. Und da wäre auch ein Berti. Aber wir müssen auf jeden Fall schlafen gehen. Also, aufs Geld kommt es mir eh nicht an. Wir brauchen das Geld jetzt nur noch, um die Le Waffen aufzuleveln. Irgendwo da war doch Goldstadt. Vielleicht bin ich auch ein bisschen bescheuert, aber da war irgendwo Goldstadt. Boah, aber wenigstens haben wir das jetzt mal geschafft und das könnten wir einfach mal speichern, so vorsichtshalber. Das ist Goldstadt. Weil da weiß ich halt, wo der Berti ist und dass man ihn leicht erreicht. Boah, und dann geht's gleich weiter im Mana-Tempel. Weil es macht keinen Sinn, jetzt halt ein bisschen die Waffen aufzupowern und dann gleich wieder loszuziehen. Da sammeln wir auch noch die Samen ein. Ich habe was für dich. Stell dir mal vor, du darfst schon wieder unsere Waffen aufrüsten und wir geben dir ganz viel Geld. Ich glaube einfach, er verlangt einfach immer nur noch mehr Geld, weil er halt sieht, dass wir die Kohle haben. Okay, ja, es geht langsam. Okay, dann gehe ich jetzt noch schlafen und speichern in Goldstadt und dann geht es schon wieder weiter zurück in den Mana-Tempel. Puh. Aber ich möchte jetzt auf jeden Fall meine Energie aufladen, bevor wir auf die nächsten Gegner treffen, weil ich den sehr beschissen in Erinnerung halte. Wo ist denn hier das Schlafdings? Ja, hier. Sieh man ja, wenn man da gleich eine Wache davor postieren muss, dann ist das bestimmt was Vernünftiges. Ja. Das ist es mir komplett wert. 200 Gold. Ja, also so ein Gelaber höre ich mir jetzt aber nicht an. Ja. Laber, laber. Warum hat irgendwer Heimweh, weil er die Welt retten muss? Also keine Ahnung, ich hätte ja Angst zu verrecken, also ganz ehrlich. So, legen sich alle hin. Dann ist die MP wieder voll. 46 haben die jetzt schon. Die haben eindeutig dieses Spiel leichter gemacht als damals praktisch das Hauptspiel, weil das war einfach nur scheiße schwer. Und dagegen, keine Ahnung, also wir sind ja overleveled. Und wir haben einfach 46 MP und können wir danach werfen, ganz ehrlich. Braucht man nicht. Einmal wieder den Lufti holen. Und dann geht's sofort wieder runter auf den Mana-Tempel. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich eine Meldung von Discord erhalten habe. Und dann habe ich gesehen, dass einfach mein Video on ist. Und da gibt es ja diesen Bot, der das jedem mitteilt. Ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder jetzt schon auf meinem Discord sind. Ich glaube, das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, waren es 30. Aber irgendwer ist, glaube ich, nochmal gejoint. Also sonst ein bisschen mehr. Finde ich voll cool. Also wenn jemand Discord joinen will, der kann es einfach in die Kommentare schreiben. Dann schicke ich ihm den Link dazu. So, wir sind wieder da, Chaosritter. Oh, die war einfach One-Hit tot, das ist auch was Schönes. Da freut man sich.
Sind wir jetzt irgendwie overlevelt und haben was nicht mitbekommen? Ja, cool, den killen wir noch und dann beende ich mal die Folge. Okay, er ist tot. Okay, ich beende die Folge und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Secret of Mana. Bis dahin, tschüss.